Shalom Aleichem. Guten Abend. Shlomo HaMelech, der weiseste Mann in die Geschichte, sagt, es wird dir nicht helfen Vermögen in dem Tag, das Gefährlichkeit, doch Tzedakah rettet von Tod. Was heißt das, Tzedakah rettet von Tod? Irgendwann sterben sowieso alle. Die, die geben Tzedakah, die geben nicht Tzedakah. Was bedeutet, Tzedakah rettet von Tod? Die zweite Frage ist, und das werden wir heute bei dem zweiten Teil erklären, was macht man, wenn es uns schwierig, Tzedakah zu geben? Schwierig. Schwierig die Summe, schwierig die Person, schwierig die Sache, Regelmäßigkeit. Ja, habe ich heute Morgen gegeben, kommst du nach einer Woche wieder, du nervst, kommst zu dich selbst. Also wie geht man um mit dieser ganzen Sache, die heißt Tzedakah? Also zwei Sachen wollen wir heute verstehen. Eins, wieso steht geschrieben in Mishlei, es wird dir nicht helfen, deine Vermögen, wenn Hashem ist in seine Gerechtigkeit, also in dem sturmdicken Tag von Gott, wird dein Geld nicht helfen. Doch, Tzedoke, Tatzil Mimoves, steht geschrieben, dass Tzedoke geben wird dir retten von Tod. Was heißt retten von Tod? Verschieben, leichter Tod, komischer Tod, also von was rettet die Tzedoke? Und die zweite Sache ist, was macht man, wenn es schwierig, wenn es eine große Summe, wenn das ist häufig, wenn das ist, es nervt, ist dein Bruder, dein Freund, immer wieder kannst du mir helfen, dein Kind sogar. Weißt du, was ich meine? Also, wie geht man damit um, wenn die Sache ist, quetsch dir beim Nudgen im Herzen. Es gibt Momente, wo der Mensch gibt freiwillig und es gibt Menschen, wo man, okay, ich werde geben, ich koche, lass mich in Ruhe. Du nutzt ein bisschen, du nervst und ich werde geben, um dir zu abhacken. Verstanden meine zwei Fragen heute? Habt ihr Interesse zu hören? Okay, wenn ihr habt Interesse, dann sage ich eine Bracha. Und ich werde trinken jetzt keine milchige Kaffee. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shehakol Nehyeh Bidvaroi. Amen. Und wir werden beginnen. Wir werden den Shiur auf zwei verteilen. Einführung und Erklärung für die Sache Tod. Und später Chassidismus Tanya. Wenn jemand will, alles prüfen, das was ich euch sage, es steht in dem Buch Tanya, Igeret HaKodesh, Brief 12 in dem dritten Teil. Okay? Wenn jemand will auch später den Brief, kann ich ihm auch einen Link zu diesem Brief schicken. Es gibt im Himmel viele Planeten, Galgalim, Räder. Was macht die Tzedakah? Die Tzedakah bewegt die Räder. Sie bewegt die Räder. Normalerweise der Mensch bewegt die Räder zu sich. Er will, soll die Räder soll drehen zu ihm. Wenn er gibt Tzedakah, die Räder dreht zu dem anderen. Er geht raus von sich zu dem anderen. Und dadurch dreht er sein Räder von oben zu sich. Habt ihr verstanden den Patent? Ich wiederhole. Steht geschrieben, ki biglala davar hazeh, wegen dieser Sache, yevorechecho Hashem Elokecho, wegen dieser Sache, Hashem wird dir segnen, Menschen. Was ist Biglal? Biglal kommt von dem Wort Galgal. Was ist Galgal? Galgal bedeutet Rad. Ein Mensch kann sein reich und er kann sein arm. Ein Mensch kann sein arm und er kann sein reich. Also am Leben gibt es keine Sicherheit in dieser Welt. Okay, diese Welt ist Galgal. Heute bist du reich. Morgen kann sein, dass dein Kind ist arm. Du hast jemand jetzt geholfen, wird dein Kind später geholfen oder andersrum.
Jemand hilft dir, weil deine Eltern haben jemand geholfen. Also diese Welt ist Galgal, weil durch die Zdok geben, bewegt man die Galgalim. Okay? Die Galgalim, das ist die Führung von Planeten. Sagt in Talmud Yerushalmi, sagt Rabbi Abba, wenn ein Mensch gibt von seiner Tasche Zdokke, er wird befreit von komischen, unerwarteten Steuern, er wird gerettet von Strafzetteln, er wird gerettet von Kopfsteuer und er wird gerettet von Geld, die umsonst von ihm gegangen. Weißt du, manchmal gibt es Schmonzes, plötzlich kommt ein neues Gesetz, 2% zu geben Erbschaft, Steuer. Und dann hast du verloren viel Geld. So Sachen, wie man sagt, aufzuloches. Und wenn man gibt Zdoke, dann wird man, sagt Rabbi Abba in Talmud Yerushalmi, wird man davon befreit. Okay. Es gibt in Manhattan ein Rabbiner, ein Chassid Shaliach, heißt Rabbi Wiegler. Und Rabbi Wiegler hat einmal erzählt, die Studenten, das ist wichtig zu geben, Zdaka spielt keine Rolle, ob du hast viel oder du hast wenig. Es wird dir sehr stark helfen. Es wird dir bringen Glück. Es war dort eine Mädel, eine Studentin, die wirklich lebt. Weißt du, Studenten, es gibt sogar Studentenfutter. Also sie essen knapp, alles knappig. Und sie hat gedacht, sie kann nicht jetzt Zdaka geben. Von was soll sie geben, Zdaka? Und dann hat sie gedacht, sie hat so eine Routine, Kultur, sie isst jeden Morgen in Starbucks Kaffee und Bagel oder Kuchen. Es ist immer 3-4 Dollar. Und dann hat sie gedacht, ich werde sparen diese paar Dollar und ich werde am Ende des Monats geben, Zdaka. Sie hat gemacht. Am Ende des Monats ist gekommen mit 130, 140 Dollar zu der Community. Und sie hat das gelegt in Umschlag und es waren viele Einzeldollaren, weißt ihr, so Apekale mit vielen Einzelheiten. Und sie hat gesagt, das ist meine Zdaka, ich hoffe, jetzt soll Hashem seine Galgalim für mich drehen. Am dem Tag hat sie getroffen, ein Mann aus Südamerika. Und die Ende ist klar, der Mann hat alles. Nur keine Liebe und keine Frau. Und sie hat kein Geld. Und die beiden sind bis heute glücklich mit 2 Kindern. Einmalige Geschichte. Was hat sie gemacht? Sie hat gedreht ihre Rad. Und guck mal, wie der Rad ist gekommen. Jetzt wer hat mehr Masel? Der Mann oder die Frau? Beide. Beide haben Masel. Versteht ihr? Es gibt nicht einen, der mehr Masel hat als dem anderen. Aber die Masel hat sich gedreht. Okay. Steht geschrieben in Talmud, wenn einer gibt Zdaka, dann bekommt er 6 Brachot. 6 Segen von Hashem. 6 Brachot. Und wenn er gibt die Zdaka mit Freude und er tröstet noch der Bedürftige, der Arme, der braucht, der bekommt 11 Brachot. Okay? Also wenn du gibst so mit einem tiefkühler Gesicht, wie viel Brachot hast du? 6. Und wenn du gibst dein Bracham, deine Zdaka mit Grill, was weiß ich, Barbecue-Gesicht, Freude, Feuer, so offen, Kuchen, Geburtstag, Kerzen. Dann, wie viel Brachot? 11. Gut, warum gerade 6 und gerade 11? Ganz einfach. Wie viele Planeten gibt? 7. Stimmt? Wenn du gibst dem dein Teil, wie viel bewegen sich? 6, insgesamt 7. Und wenn du machst das noch mit Freude, dann hast du noch Glück, Masel,
wie viel Masalot gibt es in dem Jahr? 12 Masalot. Und dein Masel wird sich drehen, dann hast du Maseltov. Das heißt, manche Leute haben Masel. Wie viel ist Masel? 7. Wie viel ist Maseltov? 12. Okay? Also, Masel, die Sache dreht. Versteht? Manche Leute haben Masel. Manche Leute haben Maseltov. Versteht ihr den Unterschied? Masel, die Sache gehen. Aber gehen so volle Tiefkühler am Leben. Alles volle. Es ist voll die Tiefkühler, aber es ist nicht da etwas Gegrilltes zum Essen. Und wenn es lebendig, dann das ist Maseltov. Gut. Abraham Avinu sieht Malkizedek. Was macht er? Er gibt ihm eine Zentel. Jakob hat noch gar nicht. Was macht er? Er macht mit Hashem einen Deal. Wenn du mir nach Hause bringst und du gibst mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen, alles was ich habe, ich werde dir verzenten. Alles. Dann weiß ich, es ist alles dein und ich werde dir das geben. Okay. Sagen unsere Weisen, du gehst auf den Weg, du gehst zu einer Reise, leg eine Münze zum Zdaka, nimm eine Münze, leg sie in Puschke oder in Glas und immer so, wenn du Reise machst, gib eine Münze, wenn du fährst und eine Münze, wenn du kommst, zurück und sag Hashem, Dankeschön. Warum? Weil es dreht dein Galgal, das dreht dein Rad, um nicht ein Irrtum zu machen. Es ist euch passiert, bestimmt, dass manchmal macht man falsch in dem Auto, man verliert eine halbe Stunde. Manchmal geht man zum falschen Flughafen, man braucht Terminal 1 und man geht zum Terminal 2. Versteht ihr, was ich meine? Also man braucht auch am Weg große Masel. Okay. Was bringt Zdoke? Lese ich euch. Kapitel 17, Könige 1. Da erging das Wort des Ewigen an ihm also. Auf, geh nach Zarpat, das zu Zidon gehört, und bleibe dort, sehe, ich habe dort eine Witwe entboten, dich zu versorgen. Okay, wie schön. Prophet Elia, es gibt irgendeine Witwe, sie wird ihm versorgen. Wo wohnt diese Frau? Wo wohnt sie? In Lebanon, nicht in Israel. Also, er muss gehen nach Zorpat, nach Zidon, und dort gibt es eine Frau. Gut, er kommt nach Zorpat und als er geht zum Stadt, er sieht eine Frau, die schneidet Holz und er sagt, guck mal was er sagt, hole mir doch ein wenig Wasser in einem Gefäß, das ich trinke. Shalom, guten Tag, ich heiße Eliyahu. Ich komme aus Israel, es ist möglich, vielleicht, wenn es nicht schwierig, mir geben ein Glas Wasser. Kommt ein Mann mit einem haarigen Mantel, er sieht eine Witwe, wie redet er? Hole mir doch ein wenig Wasser in einen Gefäß, das ich trinke. Er redet weiter und als sie ging, um zu holen, da rief er zu ihr zu. Und sprach, hole mir doch ein Stück Brot in deine Hand. Wow, sehr elegant, oder? Wie reagiert ihr alle, wenn kommt zu euch so ein komischer Typ mit vollen Haaren, mit komischen Mantel und er sagt, gib mir bitte ein Glas Wasser, gib mir ein Glas Wasser, hole mir auch ein Brot. Was sagst du? Shabbat Shalom, Gut Yontev, sei gesund. Also such deine Freunde in Lebanon. Gut, sagt die Frau, ich schwöre dir im Namen von Gott, ich habe noch ein bisschen Mehl und ich will machen Brot mir und mein Sohn. Hör mal zu, liebe Eltern, wer ist zuerst? Ich, nicht meine Kinder. Habt ihr gehört, was sagt die Bibel? So wie Luft im Flugzeug geht runter,
Wer kriegt zuerst die Maske? Der Erwachsene. Und später die Kinder. Weil Erwachsene, wenn die sind satt, die können besorgen, die Kinder essen, die Kinder nicht. Wenn du gibst dein letzten Brot, dein Kind, der wird sterben. Weil du hast nicht Kraft, später für ihn noch Wasser zu holen oder Brot zu holen. Du brauchst Kraft, um für ihn als Erwachsener zu holen. Und so weiter und so fort. Sie bringt ihm und da gibt es eine Wunder und ist alles wunderbar. Was passiert danach? Was passiert danach? Nach dieser Begegnung erkrankte der Sohn die Frau von der Witwe. Und was ist passiert? Dass kein Atem mehr in ihm blieb. Lo notrabo kol neshama. Er hatte keine Seele mehr. Sagt sie zu ihm, hey, was bist du gekommen zu mir, mein Kind zu töten? Was macht er? Er geht auf den Berg, er redet zu Hashem und er sagt, Hashem, mein Gott, das hast du gemacht. Der hat dem Kind dreimal, streckte sich über dem Kind dreimal und er hat geredet zu Hashem. Und was ist passiert? Belebung die Teute. Nimmt er das Kind und er nimmt er runter und er sagt zu seiner Mama, Rei Chaibnech, sehe, dein Sohn lebt. Da sprach die Frau zu Eliyahu, nunmehr erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Ewigen in deinem Munde Wahrheit ist. Etwas fehlt in die Geschichte, stimmt? Also wir hören hier so ein bisschen trockene Daten. Fehlt dir etwas? Er kommt, gib mir Wasser und Brot. Ich habe gar nichts. Gut, ein Wunder. Kind ist gestorben und er belebt sie. Sagen unsere Weisen, der Tanach ist kein Buch von Bruder Grimm von Hanau. Super Buch. Aber dort ist sehr wichtig die ganze Geschichte herum. Hier ist wichtig die Handlungen. Eliyahu kriegt von Hashem einen Hinweis, die Witwe dort, sie wird dir versorgen. Sie wird dir geben Brot und Wasser. Er kommt zu ihr und er erklärt ihr, helf mir, gib mir Wasser und Brot. Ja, aber warum soll ich geben, wenn ich nicht genug habe? Sagt er, gib wie viel du kannst. Hast du ein bisschen, ein Löffel, gib einen Löffel. In dem Moment, wenn sie geht raus von ihrem menschlichen Wille und beginnt die Rede zu drehen in göttliches Drehen, dreht sich alles, passiert die Wunder. Wenn du beginnst, raus von dir zu seiner Mensch und du beginnst zu werden Gott, hey, wird auch Gott zu dir ein Gott. Also der beginnt auch die Wunder zu wirken. Und dadurch, was ist passiert? Zdaka rettet vom Tod. Was hat sie gegeben? Brot und Wasser. Was hat sie verdient? Ein Kind. Lohnt sich nicht? Lohnt sich sehr. Okay, das ist die erste Geschichte. Also Zdoke rettet von Tod. Zdoke ist nicht nur Geld, Zdoke ist meistens Bedürftige, Arme, Hungrige, Nackte, Kranke, Witwen und so weiter. Und gerade eine Witwe, die für sich so wenig hat, auch sie, wenn sie teilt, Opa, sehr, sehr gut. Das ist die paar Dollar von Starbucks, die bringen sie Glück. Verstanden? Okay. Jetzt kommt noch eine Person. Diese Person heißt Shalom Ben Tikva. Habt ihr gehört von einer sehr geehrten Frau, die ist Rachav von Jericho? Rachav von Jericho war eine Chefin von einer Pension. Sie hatte so ein kleines Gasthaus. Gasthaus. Was hat sie gegeben, die Gäste? Gute Gäste. Sie war eine gute Geische. Sie hat alles gut gemacht. Als sie erkannt, dass Hashem ist der Gott, sie hat gemacht Tshuva. Und wem hat sie geheiratet? Der Nachfolger von Moshe Rabbeinu, Joshua bin Nun. Was für ein Mann. Joshua bin Nun heiratet die Rachel. Eine von den Nachkommen von den beiden heißt Shalom ben Tikva.
Shalom ben Tikva war ein einfacher Mann, der immer gestanden, nicht weit von Jerusalem, so halbe Stunde. Und wenn Menschen waren sehr getrocknet, er war eine gewisse Wassertankstelle. Er hat den Menschen gegeben Wasser. Weil er war so ein guter Mensch, Hashem hat seine Frau Prophetin gemacht. Prophetin, wie heißt sie? Hulda. Hulda Nevia. Hulda Nevia ist die Frau von Shalom ben Tikva. Gut. Ein Tag am Ende 2. Könige Kapitel 13, dann Elisha starb und man begrub ihn, aber die Stierfahrens Moabs kamen in das Land nach einem Jahr. Und es ist geschah, dass sie eben einen Mann begruben. Wer haben sie begruben? Shalom ben Tikva. Und siehe, wie sie im Gesehen, Shalom ben Tikva, die Leiche ist gefallen auf dem Grab von Elisha. Und lebte auf und erhob sich auf seinen Beinen. Habt ihr gehört? Mini Jeheskel-Geschichte in Bikat Dura. In Bikat Dura, wir können alle, Jeheskel ist gekommen, der hat alle Teute belebt. Hier gibt es auch Single, Single. Shalom ben Tikva ist aufgestanden. Zdoke rettet vom Tod. Was heißt rettet? Rettet bedeutet verschiebt. Rettet bedeutet keine komische Sterben. Rettet bedeutet noch Maximum 22 Jahre. Also kann Verlängerung sein, bis 22 Jahre, so wie der Talmud sagt, in Binyamin HaTzadik, der hat gerettet eine Frau und 7 Kinder. Und er hat gegeben von seinen eigenen, der hat bekommen noch 22 Jahre, weil 22, das sind genau die Buchstaben von die Tora. Genau die Buchstaben von die Tora. Sehr schön. Wunderbar. Das ist der erste Teil. Und wir wissen, dass die Astrologen haben gesagt, die Tochter von Rabbi Akiva, dass sie wird sterben an dem Tag von der Hochzeit. Und an dem Tag von der Hochzeit hat sie gegeben, ein armer Mann was zu essen. Und bei Nacht war eine Schlange in ihrem Zimmer und sie hat ihm die Klamme getötet. Die Schlange und nicht die Schlange sie. Also, Zdoke rettet von Tod. Jetzt, um die zweite Frage zu bearbeiten, brauche ich eine kleine Einführung. Wir reden jetzt die zweiten Jahrhundert von dem 18. Jahrhundert, also 1770. In Israel, die sind die Osmanen in Jerusalem. Der alte Rebbe will helfen, die Juden in Jerusalem regelmäßig unterstützen. Schwere Zeit. Was macht er? In Russland, in Belarus, in Weißrussland, in Litauen hat er gemacht, überall Zuständige. Soll die Zuständige gehen zu den ganzen Gemeinden und in jeder Gemeinde soll sein ein Zuständiger. Und ein Zuständiger von ihm ist gegangen, einmal im Jahr zu den allen Zuständigen von denen zu holen. Um nicht zu jedem Staat kommen, nehmen wir den Staat Charkow oder den Staat Niezhin. Er kann nicht jetzt kommen nach Jeschen eine ganze Woche dort sammeln in jedem Haus. Es gibt einen, der sammelt und kommt einer von dem alten Rebbe, der sammelt von allen Sammlern. Habt ihr verstanden die Idee? Aber der alte Rebbe wollte eine Liste haben. Wie viel hast du vorzugeben, zu unterstützen als Partnerschaft die Hasidim in Israel? Ich wollte nur sagen, es waren 330 Familien. Die sind gekommen nach Teberia, Zfat, Pki'in und Jerusalem. Und als neuer Zuwanderer war es schwierig. Und von diesem Geld, das sie haben gesammelt dort, auch von den Kleinigkeiten, von ein bisschen, ist geworden ein größeres Schießen und hat man geholfen. Nun kommt Taid, sagen wir, Moshe Rabinowitsch. Und Moshe Rabinowitsch sagt, ich gebe ein Jahr 1200 Rubel. Okay? 100 Rubel monatlich. Sagen wir zu unseren Menschen heute 100 Euro monatlich. Es ist viel oder es ist wenig?
Okay, warte ab. Und der alte Rebbe schreibt, bitte gib nicht diese Summe, wenn er kommt, so gegen Kislev oder Schwarz, so gegen Chanukka, gegen Januar, Februar. Warum? Es ist sehr schwer, Winter auf einmal 1200 zu geben. Also ein Mensch, wenn er denkt, über 1200 zu geben, er kann das nicht überlegen. Das, was machen alle Leute heute in Geschäften, du willst kaufen eine Karte nach Australien, von wo sollst du haben jetzt 2000 Euro? Sag dir jeden Reisebüro, ja kein Problem, mach Raten zahlen. Man will dir verkaufen Business in Raten, als ob später passiert eine Wunder. Sag der alte Rebbe, Raten nur bei Tzedakah oder bei ein Haus kaufen, Kinder zum Bilden oder Medizin. Sonst soll man nicht nehmen Raten. Okay, verstanden? Aber für diese Sache zu geben nach alten Yishuv in Eretz Yisrael in Jerusalem, soll man jeden Monat soll man geben dem 100 und er will, soll man nicht einmal im Jahr auf einmal bringen die 1200. Dass diese Sammler in jedem Staat soll jeden Mal die Leute nudgen, no, wo ist dein 100, wo ist dein 100? Bis die Leute sollen dran gewonnen von alleine und sie werden sagen, ja, ich bin dir schuldig dem Geld. Verstehst du, was ich meine? Also er wollte die Leute dran gewonnen, dass sie das kommen und machen. Habt ihr verstanden, die zwei Optionen? Du kommst von alleine oder man nervt dir? Und jetzt beginne ich zu sagen, das, was der alte Rebbe sagt. Unser erster Vater hat ein sehr gutes Herz. Er heißt Avraham Avinu. Er ist voll Chesed. Bei ihm spielt keine Rolle, Amman, Afroi, Aid, Agoi, Araber, Knaaniter, Chiver, spielt keine Rolle, Paro, Agar, er liebt alle Menschen. Was macht ihn glücklich? Die Leute zu helfen. Eine kommt zu ihm, isst was, trinkt was, schläft bei ihm, mit Schuhe, ohne Schuhe, waschen die Füße, nicht waschen die Füße, glaubt an Gott, glaubt nicht an Gott, Atheist, Pazifist, Anarchist, Monotheist, Poglimist, Quatsch mit Soße. Ein Mensch ist ein Mensch. Okay? Ein Mensch, die er mag, und umso mehr ein Mensch, die er nicht mag. Okay? Menschen, die wir magen zu helfen, Boker Tov, Schkoyach, das ist jeden normale Mensch. Aber Avraham Avinu, sagt der alte Rebbe, in unserer Generation, dort, wo es dir schwierig, dort beginnt dein Tikkun. Diese Generation ist eine Wiedergeburt von der Generation vom Auszug von Ägypten. Was war ihre Alternative zu Gott? Gold. Goldene Kalb. Goldene Kalb. Nun, nachdem haben sie die Mistat und Blamage gegen Gott von dem goldenen Tat, von dem goldenen Kalb gemacht und hat man zerbrochen den Tafel. Was war die Tikkun? Was war die Reparatur? Was war die Tshuva? Gott hat gesagt, mach mir jetzt eine Mishkan, mach mir eine Stiftzelt. Menorah, Gold. Aaron, Bundeslade, Gold. Tisch, Gold. Urim und Tumim von dem Kohen Gadol, Diamanten. Zitz von Kohen Gadol, Gold. Die Teile von die Menorah zu zünden, Gold. Sehr, sehr, sehr viel Gold. Warum? Das, was euch so gierig zu haben, das soll euch auch gierig sein zu geben. Verstanden? Ich erkläre das jetzt etwas nicht mit Geld zu tun. Einer von meinen Kindern soll gesund sein, heißt Hillel. Sehr guter Junge. Gott sei Dank. Wenn Hillel war so 11, 12, es hat ihm nur eine Sache interessiert. PC, Computer. Er saß am Computer, als ob er ist besessen vom D-Book. Freitag bis Schabbes, Schabbesausgang, also jeden leeren Moment, wo er konnte, er hat gespielt mit dem Computer. Und er war so intelligent, er konnte auch löschen, dort wo er hat gereist. Also, weißt du, was ich meine? Also, er war sehr, sehr intelligent. Und wirklich, immer, immer am PC. Und dann
Gott hat mir gegeben eine Idee, habe ich gesagt, Jüngele, hör mal zu. Computer gibt eine Regel, er gibt dir oder er nimmt von dir. Wenn er dir gibt, ist wunderbar, ist eine Mitzwe. Wenn er von dir nimmt, dann bist du ein Verlierer. Weißt du, was du machst? Du gehst nicht zu Yeshiva. Ich schicke dir zum Technischen Institut in Jerusalem, Machon Lev. Ich wohne ganz, ganz in der Nähe, 3 Minuten von hier. Ich sehe das jeden Tag beim Fahren. Ich sage, geh zu dieser Schule. Dort macht man Akademie vor dem Abitur. Das ist eine Schule, wo du deine akademische Bildung noch vor deinem Abitur hast. Einmalige Schule. Hat gelernt, Abitur, Computer, MA, BA, volle Abitur, der hat bekommen ein Stipendium von Motorola. Ein Jahr zu arbeiten im Flughafen. Mein Stolz war, ich wünsche jedem Mama und Papa so ein gelungenes Kind. Mit 18, 19, der Junge hat sich begonnen zu lieben die Tora. Ganz stark. Am Anfang ist er gegangen 2-mal die Woche zu die Yeshiva und dann 3-mal die Woche zu die Yeshiva. Und dann irgendwann hat er gesagt, diese ganze Welt von Computer und alles, das ist Zeitverschwendung. Tora ist die wahre Leben. Er will verlassen Israel. Mit 19 hat er verlassen nach Argentinien. Er hat dort 2 Jahre gelernt. Dort hat er kennengelernt ein Mädel, die kommt von Südamerika und Uruguay. Und was macht er heute? Heute ist er in Yeshiva ganzen Tag und 2-mal die Woche macht er Computer. Um noch mehr bisschen Geld. Er kann lösen verlorene Daten. Also wenn du hast verlorene Daten in deinem PC, Hillel ist ein Profi. Hast du so eine Kamera, hast du verloren den Chip, alles gelöscht, er kann dir die Sache... Also wenig Arbeit und man kann gute Prognose machen. Gut. Was ist da die Idee? Da beginnt der alte Rebbe eine Pasuk von Jesaja. Und dort sitzt die Lösung von das, was wir wollen heute lernen. Jesaja, Prophet Jesaja, Kapitel 32. Vehaya maaseh hatzdaka shalom. Und es das Tat der Tzedaka, Frieden, Shalom. Also der Werk, der Tat von Tzedaka ist Shalom. Vavodat hatzdaka. Ashket vavetach adolam. Und der Dienst der Tzedaka ist Ruhe und Sicherheit auf ewig. Sagt der alte Rebbe etwas sehr interessant. Was ist der Unterschied zwischen der Tat von Tzedaka, Maaseh Tzedaka, und Dienst von Tzedaka? Was ist der Unterschied? Es gibt Menschen, die sind von Natur Tatmenschen. Sie helfen, sie tun, die sind großzügig, sie haben ein gutes Herz, sie helfen regelmäßig. Das ist Maaseh. Das ist Tatwerk. Oseh, macht, tut. Es gibt Leute, für denen zu spenden ist Avodah, ist eine Arbeit, ist ein Dienst. Ich erzähle euch eine Geschichte, um die Sache tief zu verstehen. Es waren 2 Chassidim, Reb Zalman von Dubrovna und Rabbi Pinchas von Shkelov. Beide waren sehr reich. Nun, einmal ist gekommen Rabbi Pinchas zu besuchen Reb Zalman von Dubrovna. Und er hat gesehen, wenn kommen zu ihm arme Leute, der hatte so eine Tasche. Und er hat gelegt die Hände in die Tasche und gegeben der Mensch, wie viel er hat in der Hand. Weißt du, genommen eine Summe und gegeben. Er hat ihm gesagt, wieso gibst du ohne zu gucken? Sagt er, Zdoke geben muss schwer sein. Und so ist es mir immer schwierig, weil ich weiß nicht, wie viel ist drinnen. Normalerweise, wenn ein Mensch kommt zu geben Zdoke,
Also ich gehe zum Kotel oder zum Chevron. Einer sagt, gib mir bitte Zdaka, ich nehme raus von meiner Tasche, gib so 10 Shekel, 5 Shekel, 2 Shekel, Shekel, wie viel gebe ich? 2 Shekel, 5 Shekel, versteht ihr, was ich meine? Also du nimmst von deiner Tasche, ja. Nun, Reb Pinchas war sehr begeistert von Reb Salman von Dubrovna und er hat erzählt, der alte Rebbe, was für ein großzügiger Mensch ist Salman von Dubrovna, der gibt seine Hand in die Tasche und gibt so locker. Und sagt, und bei mir ist es so schwierig, es ist immer ein Dienst, es ist immer eine Überwindung. Sagt der alte Rebbe, du machst noch bessere Zdaka. Wenn es dir schwierig, wenn jemand nervt dir, wenn es dir unangenehm, wenn hast du dich überwunden, wunderbar, wunderbar, das ist ein Mensch. Ein Mensch ist einer, der will nicht und trotzdem bringt er. Wie zum Beispiel, bei mir gibt es Gäste zum Schabbes, die ich nicht unbedingt will. Und jetzt will ich. Ah, du willst nicht oder du willst. Schlomo, dreh uns nicht den Kopf. Du willst oder du willst nicht. Die Antwort ist, ich will nicht. Die Wahrheit ist, ich muss wollen. Was muss man machen? Muss man überwinden, dem Nicht-Wollen und das zu bringen in Wollen und in Tat. Habt ihr verstanden? So läuft es. Okay. Was heißt das? Jeder Mensch hat Schwierigkeiten mit anderen Sachen. Manche Leute haben kein Problem mit Geld geben, aber sie haben ein Problem mit Gästen. Manche Leute haben kein Problem mit Gästen, aber Gäste nur zum Essen. Nicht Gäste zum Schlafen. Ich will nicht jetzt fremde Leute bei mir zu Hause. Sie sollen nehmen eine Pension. Das ist günstig, was? 40 Euro. Sollen sie dort? Es ist für denen bequem. Sie haben ihre eigene Sphäre. Es ist für denen noch besser. Sie werden dort wohl fühlen. Weißt du, was ich meine? Also, was passiert aber, wenn jemand ist wirklich dein Typ? Du liebst ihn. Du sagst, mein Lieber, du bist bei mir. Beim Essen, beim Trinken, beim Schlafen, ich hole dich, ich bring dir. Ja, was ist der Unterschied? Bei einer muss ich mir überwinden und bei einer will ich. Was denkt der Mensch? Wenn er will, ist er größere Mitzwe. Stimmt. Aber die richtige Mitzwe, dort wo der Mensch steigt, ist dort gerade, wo er nicht will. Was heißt das? Der Talmud gibt ein Beispiel von Taxi von den alten Zeiten, wenn er ist in Stadt, es ist ein Tarif. Wenn er geht raus von Stadt, auch wenn er ein bisschen, das ist schon ein zweiter Tarif. Versteht ihr, was ich meine? Also in Stadt, das ist 10 Sus, einen Kilometer außerhalb der Stadt, 11. Ja, verstehe ich nicht. Wieso? Weil es ist raus von der Gewohnheit. Einer ist gekommen zu der Rebbe Tzemach Tzedek und sagt, Rebbe, ich habe keine Lust, Tora zu lernen. Keine Lust. Sagt ihm der Rebbe Tzemach Tzedek, was soll ich machen, dass ich doch viel Lust habe? Bei mir ist keine große Sache, ich habe Lust zu lernen. Bei dir, die du keine Lust hast und du dich überwindest zum Lernen, oh, du bekommst den Himmel nach die Bemühungen, du wärst immer näher, wenn du dich für etwas bemühst. Ich will die Sache langsam schließen. Wann beginnst du dem Rad zu bewegen? Wann weißt du, dass dein Fahrrad geht nach oben? Wenn es schwierig, wenn es dir schmerzt. Also wenn es dir nicht leicht, dort beginnst du zu wachsen. Wenn du sagst, oh, du nervst wieder mit die Zdaka. Ich habe schon gegeben, sagt Rabbi Akiva, steht geschrieben in die Torah, Naton Titen, gebe auch 100-mal. Immer wenn man dir fragt über Zdaka, gib, steht nicht geschrieben wie viel, steht geschrieben zu geben. Sagt der alte Rebbe, die Idee ist zu trainieren, bis dass du von dich alleine gibst. Ich muss euch sagen, kurz vor dem Shiur, ich wollte nicht nur predigen, ich wollte auch für mich vorbildlich sein, mindestens für meine Gewissen, dass ich euch nicht verkaufe, Lokschen.
Ich habe gedacht, wo soll ich spenden vor dem Shiur? Dann habe ich überlegt, einen Ort, den nicht ganz gefällt mir, zu spenden. Wirklich. Und ich habe dort überwiesen 180 Shekel. Wie fühle ich mich jetzt? Moishe Mantifiori. Also, ich fühle mich wirklich Roland Laude, ein großer Philanthrop. Warum? Weil ich habe für mich die 180 Shekel ist wie für ihn $180. Versteht ihr, was ich meine? Also, der hat Millionen, der gibt $180. Soll er gesund sein, kola kavod. Aber stimmt nicht. Für ihn ist auch eine große Überwindung. Weil der, der Geld hat, weiß, wie kann man von Geld noch mehr Geld machen. Das ist für ihn auch eine große Überwindung. Soll man nicht denken, die reichen Leute spenden leichter, sie spenden noch schwieriger. Die meisten Spenden kommen von den Kleinen. Wenn der alte Rebbe wollte sammeln für Israel, der wollte, was ist besser? Ein paar große Philanthropen oder viele Kleine? Sage ich euch, viele Kleine. Die Kleinen werden dir loyal bleiben. Sie werden immer gut sein. Bei uns in die Familie, auch bei Familie von mir und auch bei Familie von Hartmann, wir haben so eine Sitte, immer wenn eine hat Hochzeit oder Geburtstag, damit soll alles so laufen gut und nicht einer soll bringen ein größeres Geschenk und ein kleines Geschenk. Eine geht einkaufen, sagen wir ein Budget von 1000 Shekel, 200, 300 Euro, und alle geben ihre Teil gleichmäßig. Versteht ihr? Arme, Reiche. Zum Schluss von vielen Leuten ist eine große Summe. Also wenn das eine große Familie, es ist sehr gut, bei uns in die Gruppe, in die Schule, Jonathan hat eine Mädel. Und ein guter Freund, Eviatar, hat gesagt, bitte soll jeder geben, wenn er will, Minimum 20 Shekel. Und wenn jemand will, soll er geben ein bisschen mehr. Nun habe ich entschieden, wie viel soll ich geben? 20, so wie alle, oder ein bisschen mehr? Habe ich gegeben 30 Shekel. Warum? Weil es gibt bestimmt Leute, die nicht mal die 20 haben. Und wenn jeder wird geben 10 Shekel mehr, kann man auch bedecken die paar Studenten, die nicht mal diesen Futtergeld haben. Verstanden? Das heißt, jeder muss sich überwinden und beseitigen seine Hefe, die gärt oben auf dem Wein. Ich will schließen mit einer Geschichte. Der Mann heißt Schollenberg Gorelik, geboren in Samarkand. Gut. Und sehr oft in einem religiösen Dorf ein Mensch steht und er Einhalter. Was fragt er? Fährst du zufällig nach Kfar Chabad? Sagt er nein. Sag schon im Begereli, kannst du mir trotzdem nehmen? Und meistens die Leute haben das gemacht. Haben sie ihn trotzdem genommen. Jetzt. Wenn einer fährt sowieso und er nimmt dir mit, gib doch zu. Ist eine große Sache oder keine große Sache? Die Wahrheit. Keine große Sache, stimmt. Aber die Frage ist, für wen? Und wie du das siehst, ich sehe das eine große Sache. Warum sehe ich das eine große Sache? Gerade jetzt will ich reden mit meiner Frau. Ich brauche nicht jetzt noch zwei Ohren im Auto. Gerade jetzt will ich hören Musik. Gerade jetzt will ich nicht diesen Typ so fragen, genau. Und seit wann seid ihr in Israel? Und eure Wohnung, wie viel bezahlt ihr Miete in dieser Umgebung? Und in Deutschland, habt ihr noch eine Wohnung? Also innerhalb 5 Minuten will er schon wissen, genau alles, was du hast. Kennt ihr diese Leute? Willst du so einen Mensch im Auto haben oder die Hochzeit ist verdorben? Und wie viele Kinder hat schon deine Tochter? Nur 5? Wirklich? Und wie viele Jahre sie ist schon verheiratet? Dann beginnt er dir zu kalkulieren. Er geht dir, er bricht dir in die Kischkes. Du, bleib ruhig, nimm ein Taxi, lass mich in Ruhe. Ich gebe dir dem Geld von dem Taxi, nur gib mir Luft. Versteht ihr, was ich meine? Sagt der alte Rebbe, Chesed, Wohltätigkeit bedeutet, geduldig zu sein, wenn der Mensch fährt doch mit dir zu der Hochzeit
Und er beginnt Fragen zu stellen. Sag, junger Mann, ich möchte heute dem Interview hier beenden und ich möchte nicht private Fragen gestellt werden, die man nicht in Amerika stellt. Also, stell mir nur, Sie können mir gerne alles von sich erzählen, aber die ganze Überfragung muss ich nicht beantworten. Dann kannst du sogar mit dem Mensch in ein gutes Gespräch kommen und da siehst du, dass der Mensch ist nicht so schlimm. Er ist nicht so schlimm. Also, und irgendwann kann sein, dass er ist so angenehm, dass du schon von dir erzählt. Nein, keine Sorgen, ich habe nichts in Frankfurt. Verstehst du, was ich meine? Also, du beginnst schon von alleine mit ihm in Sicherheit zu kommen. Sag der alte Rebbe, versuch, was Neues zu lernen in dein Leben durch die Wohltätigkeit. Warum nervt mir das? Warum immer wieder? Was stört mir? Der Mensch, die Institution, die Summe, die Regelmäßigkeit? Was bin ich geizig? Was muss ich überwinden? Versteht ihr, was ist die Idee von Tzedakah? Tzedakah ist eine Lehre. Tzedakah ist eine Lektion. Tzedakah ist eine Charakterbindung. Die erste Test, das macht Eliezer zu Rivka, gib mir ein bisschen Wasser. Wenn sie ist großzügig, Rest brauchst du nicht zu checken. Wenn der Mann ist schon beim Date geizig, der Date ist zu Ende. Der Date ist zu Ende. Also, mindestens beim Date zeigt, dass du großzügig bin. Versteht ihr, was ich meine? Also, denn mindestens. Also, ich habe euch erzählt gestern über Shiduchim und so. Ich habe viele Geschichten so gelesen. Das war nur eine von vielen. Weil diese Themen beschäftigt mich jetzt. Jetzt war eine Geschichte, dass ein Ehepaar sitzt. Und nach einer Stunde, zwei, die Mädel ist schon halsgetrocknet. Und sie sagt der Mann, ich habe so einen Hunger und vielleicht können wir was bestellen. Und der denkt, im Hotel, in Lobby, ist alles teuer, wir gehen in Kiosk draußen. Sagt, komm, es ist hier zu hektik. Lass uns ein bisschen gehen an die frische Luft. Oh. Er hat das mindestens schön verpackt. Gut, die gehen auf die frische Luft und sie sieht einen Kiosk. Aber der Typ ist noch einen Schritt weiter, der sucht einen Minimarket. Weil der Preis zwischen Minimarket und Kiosk ist noch und dann kommen sie zu dem Minimarket. Und er ist großzügig. Der öffnet den Tiefkühler von dem Eis und er sagt, bitteschön, nach was hast du Lust? Und er legt rein selbst seine Hand in dem günstigen Eis, so, weißt ihr, so. Die günstigsten von allen. Sagt, bitteschön, ich übernehme es. Da hat sie schon geplatzt. Und sie hat gesagt, ess das selbst. Es war sehr schön mit dir heute Abend. Und die Date ist zu Ende. Also, aber hallo, Hotel, Kiosk. Du sagst mir, nimm was du willst und du gibst mir schon. Also, ich weiß, was auf mir wartet, auf mein Leben. Du wirst mir geben immer so eine, nicht mal dem guten Sorbet, auch in die günstigsten gibst doch die guten. Noch schlimmer, nicht mal Frucht, weißt du, so komplett Eis. Weißt du, was ich meine? Kerach. Eis. Wirklich wie ein Pinguin. Also, schmeckt nicht mal Pinguin, diese Eis. Fein, ich danke euch für das Zuhören. Schkoyach. Vesna und Angelico, ihr seid dran. Zuerst vielen Dank, Rebbe Shlomo. Wie immer, du findest
Durch deine Beispiele bringt das Leben in deine Shirim und etwas verbleibt auch für uns. Ich habe noch eine Frage und was mir bekannt ist, sollte man Sadaka anonym machen. Das heißt, dass, damit wir andere Seite nicht in eine unangenehme Situation bringen. Kannst du das vielleicht ein bisschen vertiefen? Ja. Es gibt so ein jiddisches Sprichwort. Was ist der größte Wunsch von einem frommen, gläubigen Jude? Die größte Wunsch, die tiefsten Wunsch, sage ich euch. Soll man ihn entdecken, dass er spendet anonym. Das ist der größte Wunsch. Also, der hat noch anonym gespendet. Boah, was für ein Zadig. Aber wenn jemand hat mich entdeckt, dass ich anonym spende, was für ein Gefühl ist das? Moshe Rabbeinu. Sagt die Lubavitcher Rebbe, in die alten Zeiten, die Menschen waren nicht so materialistisch wie in dieser Generation. In dieser Generation ist schon wichtig, dem anderen zum Loben, zu sagen Schkoyach, Dankeschön, zu machen ein Schild, das er hat gespendet. Warum? Weil es wird motivieren, die anderen Leute zu geben. Wenn jeder wird spenden anonym. Ich sage euch schon etwas. Es war in Frankfurt eine Frau, die sehr viel gespendet, aber ihr Sohn hat das nicht gesehen und er weiß nicht zu spenden, weil er hat das nicht gelernt zu Hause. Insbesondere sind die neue Generation, die Kinder sehen nicht die Älteren spenden. Es ist alles überwiesen, in Bank oder so. Eltern müssen zeigen ihre Kinder, dass sie spenden. Ich gebe euch ein Beispiel von meinem Papa. Erev Pesach, sagte Schloimi, wir gehen zum Rav Jaroslawski zu verkaufen dem Chametz. Gut. Und er ruft meine Mama, Herr Jarivke, wo gibt es einen Umschlag? Weißt du, der Papa weiß gar nichts zu Hause, die Mama muss wissen, wo ist der Umschlag? Schön. Sie sagt ihm, wo ist der Umschlag? Und er nimmt einen Umschlag und er zeigt mir, er nimmt aber von der Tasche zwei Grininkes, also 200 Dollar. Und er legt das in dem Umschlag und gibt Alec von beiden Seiten und macht mir eine ganze Zeremonie. Gut, dann gehen wir zum Rabbiner und er sagt mir, sag schön Shalom Aleichem, ich sag Shalom Aleichem, Quod Arab. Sagt der Rabbiner, ja, wo habt ihr den Chomet zu verkaufen? So, im Keller, in dort, im Auto und so, verkaufen wir den Chomet. Und der Rabbiner gibt uns einen Stickel von seiner Matze und da hat er einen großen Umschlag. Und mein Papa sagt, lege rein den Umschlag, lege rein. Also soll ich reinlegen? Und dann lege ich rein. Was hat mein Papa gewonnen? Mein Papa hat gewonnen, dass sein Kind sieht Tradition. Dass sein Kind sieht, hätte mein Papa jetzt gegeben anonym, glaub mir, wenn mein Papa ist weg, der Rabbiner wusste, wie viel ist drinnen. Also, dieser Anonym ist überall bekannt. In unserer Generation es ist schon wichtig, zu sehen, dass dein Geld geht dort, wo du willst, und der andere bedankt sich und nimmt das für das, was man braucht. Die beste Zdaka ist, dass du weißt, dass dein Geld geht zu Familien, die von diesem Geld wirklich genießen, und du weißt, es kommt an und die Menschen es nutzen. Dass dein Name steht geschrieben, heute alle essen auf deinen Kosten, nicht so schlecht. Es ist eine große Ehre. Also ich wünsche mir, dass viele Institutionen sollen stehen geschrieben, jeden paar Wochen, heute ganzen Mittagessen auf Shlomo und Chana Raskin kosten. Warum nicht? Es ist eine große Ehre, es ist eine große Freude. Es ist nicht verkehrt, wenn jemand von Familie hat einen Bruch und man will ihn nicht beleidigen und man hat einen eigenen Weg, ihm irgendwie
ein Geschäft, geben mir jemand eine Spende, soll ihm geben, weißt du, was ich meine? Weil ich finde, soll mein Bruder mir schuldig bleiben, weil ich habe ihm jetzt geholfen mit 1000 Euro. Dann muss man intelligent sein, das irgendwo anders rum zu machen. Aber wie habe ich begonnen diesen Satz? Der größte Wunsch ist, dass man dir noch entdeckt, dass du anonym spendest. Boah, ein riesiges Gefühl, glaub es mir. Es ist ein, deshalb, die Welt hat sich geändert. Heute müssen wir die Menschen loben, anerkennen, bedanken. Und soll man auch Danke annehmen. Ja, danke für die Hilfe, danke für die Unterstützung. Also der alte Rebbe wollte schon diesen gesellschaftlichen Liste und jeder ist ein Teil davon und eine gibt 1200 pro Jahr und eine gibt 500 pro Jahr und eine gibt 50.000 pro Jahr. Die Idee ist, will der alte Rebbe die Leute verbinden zu der Idee von Tzedakah. In jeder Gesellschaft, in jedem Clique muss eine Kasse sein, die Leute kriegen davon eine Unterstützung. Und es muss eine sein, der zuständig und er hat genug und er macht die Sache, weil es ihm gut tut oder als Ehre. Zum Beispiel in Frankfurt gibt es eine Kasse von Bikur Choli, von Krankenbesuchen, arbeiten dort zwei wunderbare Menschen, Herr Kurda Jung und Gabor Perl. Beide haben stabile Menschen, weißt du, was ich meine? Sie machen das nicht jetzt, weil sie davon etwas profitieren. Was profitieren sie aber? Ja, sie profitieren Ehre, sie profitieren Anerkennung, sie profitieren Kavod. Bishvil Kavod, zarich lavod. Für Ehre muss man sich arbeiten. Also Ehre ist nicht, es gibt eine Ehre von außen und es gibt eine Wertschätzung. Wenn einer tut etwas für die Menschen vom Herzen, wird er wertgeschätzt. Und das ist wirklich Leute, die helfen andere Leute und machen sehr viele Sachen. Check it. Da wollen sie niemanden beleidigen. Gibt es eine Familie? Kann ich bezahlen die Schule? Was auch immer passiert. Sie bezahlen, sie regeln die Sache direkt, ohne die Menschen zu verbinden. Weißt du, was ich meine? Also diese Mitzwe ist schon da. Aber der Rebbe gesagt, in unserer Generation ist schon wichtig zu zeigen, die Kinder und die andere, dass man gibt. Und da kriegt jeden Mensch eine Lust, ah, ich will auch geben. Ich will auch geben. Weil jeden Mensch irgendwann fühlt sich nicht so wohl. Es ist viel schöner, an die Seite vom Geben zu sein, als die Seite vom Bekommen. Aber ich verstehe, was Sie meinen. In Maimonides steht geschrieben, die höchste Mitzwe ist anonym zu geben und der andere soll es nicht wissen. Aber ich glaube, heute in unserer Generation ist schon besser, dazu Werbung zu machen. Und man sieht auch, ich sehe bei uns in die Synagoge, Leute werden gerufen zum Torah. Wie viel spenden Sie? Sagt er, ein Geschenk. Ein Geschenk ist gar nichts. Also sag 18 Shekel, 36 Shekel, 130 Shekel. Sag eine Summe. Summe schenkt in die Clique, so wie Auktion. Also jeder gibt ein bisschen mehr. Und das in Amerika hat man gesehen, dass wenn man will von Leuten Geld motivieren, macht man eine Galaabend. So eine Donation-Abend. Macht man ein schönes Essen mit einem Komiker, mit einem Sänger, mit einem Zauberer. Und da macht man ein Schild und man verkauft solche Schmonzes, die kosten $300. Aber bei der Spendeaktion bekommt man dafür $30.000. Versteht ihr? Weil der Mensch braucht auch eine Schulter und Flügel, in seine Gesellschaft. Oh, psch, Moishe und Raya Ventilator. Die Namen ist hoch. Alle gucken. Und jetzt verkauft man ein Dollar von die Lubavitcher Rebbe. Yes, we start now. $1 from the Rebbe. 4,000 first price. 5,000. 10,000. 15,000. Jetzt frage ich euch,
Was motiviert der Mensch jetzt? Er will der Dollar, er wird nicht jetzt gehen und kaufen diese Dollar bei 20.000 Dollar. Versteht ihr, was ich meine? Es motiviert die Menschen in die Gesellschaft auch etwas Gutes, Schönes. Wertgeschätztvoller, dass man macht eine Mitzwe, es ist nicht verkehrt. Und einen schönen Dank zu haben von, weißt du, manchmal, wenn Leute haben nicht so gut bedankt, ja, das ist unsere Thema Schabbes-Ausgang, dann hat man keine Lust weiterzugeben. Ich habe gegeben, die haben nicht mal angerufen, Danke zu sagen. Weißt du, manchmal hast du jemandem geholfen. Hat man nicht mal bedankt. Ja, warum sagt nicht der Mensch jetzt anonym? Der Mensch erwartet schon, sagt der Rebbe sagt, in unserer Generation muss man ein spezieller Mensch sein, der wirklich das Gute von dem anderen will, ohne davon etwas zu... Erinnert ihr die Geschichte mit dem Rebbezen Sternesore mit der Johannesberg-Marmelade? Erinnert ihr zufällig die Geschichte? Soll ich sie erzählen? Einmal, es war im Ersten Weltkrieg, der Rebbe hatte Probleme mit den Stimmbändern. Und irgendein Professor hat gesagt, dass er hat so ein bisschen Säuerung von Stress. Und er muss essen Marmelade von Johannesberg oder irgendeine Konfitur von diesen sauren Kirschen. Weißt du, etwas soll die entfernen, diese Jurik, ich bin kein Doktor, aber gibt es irgendeinen Wirkstoff, die nimmt. Gut, nun hat man gefunden so eine Marmelade und kam irgendeine Frau und gesagt, Rebbezen, mein Mann und meine Kinder sind erkältet, wir brauchen ein bisschen von der Marmelade, kannst du uns geben? Und er sagt, okay, nimm dir die Hälfte. Und es war dort eine Chassid, er hat nachspioniert. Und er hat gesehen, bei denen zu Hause niemand ist krank. Sie haben genommen Brot, geschmiert Marmelade und gemacht zu Hause Simchat Torah, Party Aligali. Er kam zurück zu der Rebbezen und hat gesagt, Rebbezen, die Familie sind Gauners, sie haben dir gelogen, niemand ist dort ist krank. Sagt der Rebbezen, niemand ist krank, Baruch Hashem, Gott sei Dank, niemand ist krank. Das heißt, ihr ist wichtig, die Sache, nicht ich bin im Mittelpunkt. Stell mal vor, jemand nimmt dein anonym Geld und davon hat er gekauft Sneakers, die machen Licht beim Tanzen. So teure. Keine Ahnung, so eine Schmonzes, die man nicht braucht. Oder elektrischen Zigarre oder kubanische Zigarres. Ich spende dir anonym, was machst du? Und du gehst und du kaufst kubanische Zigarres? Wie fühlst du dich? Nicht gut, stimmt? Aber was passiert, wenn jemand sagt, ich bin arm, ich bin arm? Und danach erfährst du, er ist nicht arm, er braucht nur kubanische Zigarres. Sagst du, oh, soll er gesund sein mit den Zigarres, aber letztes Mal. Ich bin nicht seine kubanischen Zigarre-Sponsor. Verstehst du, was ich meine? Also es ist schon wichtig, die interaktive Kontakt bei dieser Sache. Eine von den Sachen, warum ich bin in Israel so überzeugt von Yad Beyad, weil Yankale Gloibermann, der Chef, das ist ein Geschäftsmann, der hat genug Geld, der hat alles, der macht das, weil er nutzt seine Kontakte mit vielen Leuten. Man kann kommen, man kann sehen die Sache, man kann dort Ehrenamt gekommen. Pinchas Kreinitz von Bremen und Frankfurt hat überrascht die Organisation, hat gesagt, ich habe gehört von Schlomo, ich kann nicht Geld spenden, aber ich spende Zeit. Er war dort 2 Wochen gearbeitet. 2 Wochen gearbeitet und gepackt und gemacht und getan. Deshalb, wenn ich bin von etwas überzeugt, dass ich weiß, der Mensch macht das, weil er hat genug, die Sache wird dort. Und noch ein Vorteil, die ich dort sehe, alle bekommen dort. Es gibt sehr viele Organisationen, die sehr sektoralisch sind. Weißt du, was ich meine? In Israel ist alles Sektor. Rechts, links, Jiden, Goyim, Araben, Arabers, Beduinen, Frommen, Nicht-Frommen, der hat das in Lud. Kommen Yehudim, Arabim, Muslimim, Nozrim, Charedim. Jeder, der bringt ein Zertifikat vom Bituach Leumi, vom Sozialabteilung, dass er nicht genug hat, bekommt er so eine Karte
und sie haben dort eine Supermarket. Die Supermarket kostet 30 oder 40% von dem Preis in die Market. Sie bekommen nicht Geld. Sie nehmen mir die Karte und sie kaufen dort, so wie im Supermarket, mit großer Ehre. Und dann kaufen sie nur das, was sie brauchen. Versteht ihr? Also es ist sehr, sehr klug gemacht und getan. Also jeder soll dort geben, wo er fühlt sich wohl und angenehm und sicher. Und das soll er machen und unterstützen, regelmäßig, klar. Und da ist er, weißt du, im Prinzip, lass uns wirklich die Sachen auf den Punkt legen. Jeden einer von uns hat Pflichtung vom Lasten, vom Daueraufträge. Stimmt, Strom, Wasser, Telefon, Internet, nur negativ. Die sind alle bei uns im Konto, weil wir sind gezwungen. Stimmt? Was machst du freiwillig, Dauerauftrag? Gar nichts. Sagt der alte Rebbe, mach etwas, Dauerauftrag, regelmäßig. Es kann sein 1200 pro Jahr, es kann sein 100 pro Jahr. Weißt du, was ich meine? Also, aber mach dir etwas, wo du weißt, das ist mein Privileg, das ist mein regelmäßiger Beitrag zu diesen oder zu diesen Mitze. Es kann sein dein Bruder, es kann sein deine Cousine und es kann sein ein bisschen da und ein bisschen da. Wie sagt man in die Halacha? 90% zu deiner Mispoche. 10, dort wo es dir nicht bequem. Weißt du was? Auch Familie ist manchmal nicht bequem. Also es ist alles sehr, sehr kompliziert. Und muss man regelmäßig überwinden. Die Sache von Tzedakah ist sehr, sehr sensibel, empfindlich und nicht leicht. Und jeder Mensch muss das an sich arbeiten. Verstanden? Gut. Will noch jemand was fragen, was bemerken? Bitteschön, Georg. Mich hat vielen lieben Dank für die Schiur, war toll. Fällt mir ein, was du vor vielen Jahren mal gesagt hast. Das finde ich auch noch so wichtig zu Tzedakah. Du sagtest, das Einzige, was man von dir nicht nehmen kann, man kann alles von dir nehmen, aber was du gespendet hast, das kann niemand mehr von dir nehmen. Das hat mir, ist ja in meinem Herzen, fand ich toll. Ich bin nicht so gut mit Deutsch, aber ich versuche etwas auf Deutsch zu sagen. Dein Geld ist dein Vermögen, dein Stock ist dein Vermächtnis. Verstanden den Unterschied? Psch, Deutsch von Schlomo, Goethe-Institut. Wow, wow, wow. Goethe hat von mir viel Naches heute. Psch, ein Satz auf Deutsch habe ich gepackt. Richtig. Naja, der Himmel ist blau, die Leute gehen spazieren. Guten Tag, mein Name ist Andreas. Ich hätte gerne einen Kaffee und Streuselkuchen. Ja, das macht 2,50 Euro. Schkoyach. Das war eine von meinen ersten Schiurim auf Deutsch. Ich glaube, erste und die letzte. Ich habe gesehen, ich verstehe alles, weil es Jiddisch und richtig will ich nie lernen. Und die Hauptsache versteht man mir mehr als 40%, Baruch Hashem. Denn besser in dieser Zeit Tora zu lernen. Aber ich bin noch jung, vielleicht werde ich noch richtig Deutsch lernen, wer weiß. Die Hoffnung ist noch da, steht noch da die Hoffnung. Ich weiß nur, dass man sagt, das Brot. Schkoyach. Das Brot. Und alles weiblich ist die. Die Lampe, die Tasche, die Schlange, die Kasse. Das, was ich weiß, bei dir geht irgendwie. Und ich weiß auch der Rebbe. Der Rebbe hat geheißen, Freilach sein, Freilach sein, Freilach sein. Der Rebbe hat geheißen, Freilach sein, Freilach soll man sein.